laufen, mega lange nicht mehr gesehen. Wie läuft Schule bei dir so? Hey, mega gut, wir haben letztens die Prüfungen geschrieben. Und ey, lief mega gut. Potenzen rechnen, du weißt, war bei mir immer mega schwierig, aber inzwischen läuft das mega gut. Verstehst schon, was ich meine? Was? Die Prüfung, ja. Mathe-Prüfung. Ja. Ja, und bald schreiben wir Englisch. Wir machen die Englisch-dezentrale Prüfung. Ne? Ja, also eigentlich kann ich ja Englisch ganz gut, aber weißt du, man macht sich immer ein bisschen drauf. Ne? Ja, das kenne ich echt gut. Du bist eine Klasse unter mir. Du kennst die Prüfung nicht, ja. Ja, schon überhaupt so. Ja, schon. Ja, man merkt es. Der immer Löcher in die Luft guckt. Und was hast du so in den Sommerferien gemacht? Ey, ich war bei so einem Konzert, gell, das war richtig cool. Also, wir waren da halt bei Justin Bieber, ich bin ein richtiges Fangirl. Und auf jeden Fall, da waren wir da, also ich. Und dann, ich war halt in der vordersten Reihe, und so einem Plakat und so, und dann ist der plötzlich zu mir hingekommen und hat gesagt, halt auf Englisch, dass ich auf die Bühne kommen soll. Und dann bin ich auf die Bühne gekommen und dann habe ich mit ihm gesungen und so, das war halt richtig cool. Ich war richtig aufgeregt, weil irgendwie so 3 Milliarden Menschen waren, gefühlt. Und ich war einfach mit Justin Bieber auf der Bühne, ich meine, ich liebe das schon. Warst du mit deiner Freundin am Herd? Der immer Musik hört. Ja, hab ich dir schon gesagt, mit meinem neuen Album. Ich glaube, ich bringe es nächste Woche raus und hab extra meinen Producer noch. Ich hab dir gerade von meinem Album erzählt, Junge. Ja, okay, erzähl. Ja, also ich hatte jetzt meinen Producer endlich gefunden und kann das. Was denn? Ja, ich wollte dir gerade von meinem Album erzählen. Ja, dann erzähl doch, ich höre dich doch. Ja, also ich hab. Ja, okay, erzähl halt. Ja, also ich habe jetzt endlich meinen Producer gefunden und das Album kommt jetzt nächste Woche raus. Mhm, cool. Ich habe jetzt 10 Songs produziert und ja, dann kannst du das mal anhören, wenn du Bock hast. Kommt dann auch auf Spotify. Okay, also. Der Stalker. Der Unterbrecher. Ey, hab ich dir schon von meiner Kreuzfahrt erzählt, die ich letzte Woche gemacht habe? Über die Kanaren. Kanaren, das war doch das bei Afrika. Über Afrika sind die Inseln. Okay. Und wir sind bei Fuerteventura, haben unseren ersten Halt gemacht. Sind da dann auf den Markt gegangen, da kannst du so eigentlich alles Mögliche kaufen. Es gibt viel geschnitzt, das ist richtig geil. Es gibt aber halt auch Kleidung. Und so Kleidung wie bei uns in Deutschland? Ja, also es ist sehr schlecht verarbeitet, aber es sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Also mehr so Made in China. Made in Afrika halt. Aber es ist nicht so gut. Willst du damit sagen, dass in Afrika schlechte Kleidung hergestellt wird? Nein, will ich nicht. Vielleicht will ich einfach nur die Geschichte erzählen. Ja, auf jeden Fall waren wir auf dem Markt und dann haben wir halt so eine Rundtour quasi gemacht über Fuerteventura und haben auch so einen Surfkurs gemacht. Das war richtig geil. Surfen? Ja. Echt jetzt? Wie war das? Ja, lass mich doch erzählen, Mann. Also, ich hab den Surfkurs gemacht. Und da waren richtig nette Auf Leute dabei. Auf welcher Sprache habt ihr geredet? Also es ist eigentlich grundsätzlich Spanisch, aber die Surflehrer konnten auch Englisch, das war eigentlich ziemlich gut. Okay, dann ist ja toll. Auf jeden Fall waren da richtig nette Leute dabei, also ich habe voll viele Freunde kennengelernt. Also die kommen halt auch von überall her. Auch Freundinnen? Ne? Oh, Junge, das tut doch jetzt nicht zur Sache, oder? So? Ja, es waren auch Freundinnen dabei. Bist du jetzt zufrieden? Ja, auf jeden Fall habe ich dann mit denen zusammen gesurft. Und
Ich würde deine Geschichte echt gerne zuhören, aber langsam gehst du mal ein wenig auf den Sack. Ich frag doch bloß. Auf jeden Fall sind wir dann surfen gegangen und am Anfang hat es gar nicht geklappt. Mhm. Ich war eigentlich mehr im Wasser als auf dem Board. Aber es war richtig cool. Also auf Fuerteventura gibt es ja generell viel Wellen und so. Mhm. Und also ich denke, ich konnte jetzt schon gegen Ende echt gut surfen. Also ich bin zumindest jetzt so oft hingefallen. Das war richtig geil. War da auch Haie. Junge, warum Haie, Alter? Du gehst doch nicht surfen und auf einmal steht ein Hai neben dir. Weil ein Hai aufsteht. Der aufmerksame Freund. Ja, wie war dein Wochenende so? Ja, war ganz gut. Hab halt viel Zeit mit Freunden verbracht, so, weil in letzter Zeit halt, weil auch die Sommerferien gerade vorbei sind, hab ich nicht so viel mit Freunden reden können. Und okay. Ja, hat ganz viel Spaß gemacht, so. Ja. Mal wieder die ganzen Leute so zu sehen, die man halt auch, wenn man weg ist, nicht sehen kann. So. Mhm. Ja. In den Ferien entfernt man sich immer so ein bisschen voneinander. Ja. War dann schon ganz gut, ja. Cool. Danke, dass du immer so gut zuhörst. Du bist ein wahrer Freund. Ja, ist er nicht.